und wieder über Henrike. Und wieder Köhler. Köhler steckt durch. Kasper. Fischer. Fischer. Gerade nochmal so geklärt. Gerade nochmal so geklärt. Ein schöner Angriff der Romazierer. Und wer setzt sie durch? So übers Tor. Max. Max und Sommer. Sommer. Fischer. Hier bin ich auf Max. Löchelt. Henrike. Der ist noch drin. Henrike. Henrike. Oh. Und Torwart Schock hat ihn. Immer mit Anlauf. Da kann keiner mehr dran, da kann keiner mehr dran. Amateno. Rico. Knapp, knapp, knapp aus so einer Entfernung, leider übers Tor. Ganz knappes Ding hier, ganz knappes Ding. Kasper, auf Fischer. Fischer gibt Gas. Löchel. Kasper. Sommer. In die Arme des Torwarts Schock. Und langer Ball. Fischer. Der wird gestört. Kasper. Aber löschelt sich ab. Löschelt auf Kasper. Köhler. Auf Grimmer. 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 Ah. Abgefälscht, abgefälscht. Aber eine Ecke. Wieder bei Henrike. Löschelt erstmal hängen bleibt. Kasper. Henrike. Hoch rein. Und Janik Sommer in die Arme des Torwarts. Schock. Das war die erste Halbzeit, die endet 0:0 in der Begegnung VfR Romazia gegen VfB Stuttgart. Schade, schade, schade. Da wäre vielleicht ein Ticken mehr drin gewesen. Und jetzt so der Konter der Stuttgarter. Und das könnte jetzt gefährlich werden. Und es wird gefährlich. Stuttgart geht mit 1:0 in Führung. In einer Phase, in der man gedacht hatte, Romazia hat das Spiel gerade im Griff. Henrike an der Außenbahn zu Shehada, frisch eingewechselt, bekommt den Ball, hat Platz zum Flanken, er flankt, Köhler, eieieiei, im letzten Moment, Eckball, wie gesagt, für die Romazia, kommt schön rein, oh, das war Hand, schade, Schiedsrichter Haßmann hat es wohl nicht gesehen oder hat es anders gewertet, und der schnelle Konter, der Stuttgarter. Aber erstmal geklärt. Janik Sommer war's. Schön durchgesteckt, Janik Sommer natürlich. Und Alexander Biedermann mit einer riesen Chance zum Ausgleich. Abgefangen. Und Stuttgart versucht den Neuaufbau. Die Nummer 2 rechts ganz frei, legt zurück und über den Kasten. Und hier der Freistoß der Romazia wird gleich ausgeführt.
Und den Nachschuss löschelt. Ei, und wieder geblockt. Und das Spiel ist zu Ende. Romantia verliert knapp mit 0-1. Schade, es hätte auch ein 1-1 sein können. So ist es halt. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wir hören uns wieder. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Jens Ilex und Matthias Merkel von der ersten Halbzeit. Tschüss.